Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Hast du gerade was gesagt, Dude? Unhöflicher Ausgestoßener. Schieß dir gleich in den Kopf. Mal gucken, wie unhöflich das ist. Wenn du dann blutend auf dem Boden liegst und schreist. Oh, tut mir leid, ich darf dir nicht helfen. Ich bin hier eine Ausgestoßene. Blute ruhig weiter. Das werde ich machen, wenn er irgendwann mal Probleme kriegt. Ich laufe einfach weiter. Mir wird gesagt, hier sind Roboter in der Nähe. Wurde ich gesehen? Ich kann diese Musik von diesem Spiel nicht deuten. Die sind wie komplett random. Genau wie er gesagt hat. Ich muss nur kurz das Lagerfeuer entzünden. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Werde dich nicht meiden. Was für eine Lektion ist das? Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Sag mir halt einfach mal nichts. Also, Rust. Ich habe nachgedacht. Und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich will... Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rust. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist, aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja, ist es. Gut, ich habe nämlich die Stolperfalle. Ich war übrigens bei Cast und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Nur einmal Vielleicht. Kurz bücken. Du wirst es schon bald feststellen. Gut, ich ruhe mich aus. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Jetzt muss ich es selber machen. Oh mein Gott. Was für ein Service. Soll ich mich hinlegen? Achso. Nee? Was soll ich? Mehr Speichern drücken? Ja. Was? Deren Reaktionsgeschwindigkeit ist anscheinend nicht so schnell. Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues. Etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Zum Teil. Und jetzt willst du, dass ich eins von den Dingern jage? Oh mein Gott. Ich bin so tot. Okay, komm. Wir gehen einfach voran. Diese Heilung wird schon gut tun, glaube ich. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert?
Eine Maschine, das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Wir haben doch Runen am Start, ne? Oder Modifikationen. Schaden, Fernkampfschutz, Feuerschutz, Tarnung. Soll ich dann hier rauf gehen und dann... Wir lernen wahrscheinlich noch, wie das funktioniert. Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Mit der Macht und vorsichtig. Das ist nicht, was hier abgeht. Mutterberg. Gehen also zum Mutterberg. Komm hier, mein Kleiner. Das. Guck mal, ein Stein für dich. Apportier ihn. Oh, keine Munition. Fuck. Warte noch eine Sekunde, ja? Ich muss kurz, Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Keine Sorge, ich bin Profi. Ich alles hin. Sagt er und stirbte vorhin gegen so einen Noob. Okay. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Okay, oh Gott. Aufgeregt. Der ist riesig. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Ich kann nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Hallo? Wie? Okay, das war seltsam. Ich glaube, OBS spackt gerade ein bisschen rum. Oh, das ist groß! Seine Schwäche ist... unterhalb des Bauches? Wie soll ich denn da ankommen? Alter, ich... Habt ihr doch nicht mehr alle. Sprengfallen, deswegen. Okay, er geht einen großen Bogen. Hau ab, Kaninchen, hau ab! Es ist nicht dein Kampf, es ist mein Kampf. Wo ist er jetzt gerade? Schieße ich das Ding? Oh mein Gott. Ich platziere noch eine. Und zwar da. Oh Gott, ich habe nicht getroffen. Er spürt etwas. Fuck, er spürt etwas. Er ist einfach da vorbeigelaufen. Okay, weg. Du hast mich nie gesehen. Du hast mich nie gesehen. Nein, ich bin nicht hier.
Oh. Nein, ich bin hier. Nein, ich bin hier. Splitterschlag. Ist entdeckt. Ja. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott. Ich habe vergessen zu wechseln. Ja. Oh, er hat mich getroffen. Aber er macht nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Ha, ha, ha. Da guckst du, wa? Muss zu meiner Stolperfalle. Ha, ha, ha. Okay. Ich glaube, wir haben ihn. Oh. Okay, das war gar nicht mal so schwer, wie ich dachte. Den Sägezahn bezwungen. Metallscherben, Sägezahnherz. Ah, das ist... Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Es. Jetzt zeigt er mir mein altes Haus. Hier hast du damals gewohnt. Hey, das ist die Leiche deiner Mutter. Glückwunsch. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Hm. Die Roboterkämpfe machen richtig Spaß. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Oh, ich bin dran zu reden. Ich verstehe die Lektion. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Warte, ich komme mit. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh, und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Na gut. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Gut, gehen wir zurück. Die Spitze des Speers. Alter. UEP! Spring doch! Achso, das war ein anderer Knopf. Neue Hauptquest, Mutterherz. Na, ich bin gespannt. Rede mit Rost, echt. Ich würde gerade sagen, der wollte noch gar nicht. Ah, eine Fähigkeit frei. Verwende beim Zielen, um die Zeit zu verlangsamen. Ja, das mache ich definitiv. Also, das hätte mir gerade schon sehr geholfen. Bewege dich mit schweren Waffen schneller. Holy shit, was ist das für eine Waffe? Die will ich haben. Verdammt. Da lebt er noch. Beruhigt euch, Mädels. Ich will nur das Fleisch. Will nichts von euch. Na cool. Wir haben auch nichts dagegen. Verdammt.
Und dein Essen nehme ich auch gleich weg. Ja, dann hab's nicht mal gerafft. Cool. Ach, der ist schon kaputt. Ich mich einfach durch die Gegend bewegen kann und niemand merkt etwas. Dann chill ich. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt, ne? Oh, ab! Also ich muss sagen, ich bin jetzt langsam drin. Ich bin am Looten! Ich bin am Looten, Alter! Verzieh dich! Hau. So, den Loot schnapp ich mir auch noch. Ja, du Schwein. Komm aus deinem Versteck. Oh! Oh! Ich weiß noch nicht, was wir aus Fleisch machen können, aber es ist definitiv gut mitzunehmen. Bis alles voll ist. Bis mein Beutel voll ist. So, kurz aufheilen. Das auch noch mit. Also ich muss sagen, von der Heilung her läuft das ganz prima. Also laufen wir mal zurück. Du steckst in der Falle. Ahaha. Falsche Taste gedrückt. Komm mit den Tasten noch nicht zurecht, ey. Schweinsknochen. So nicht. Surprise! Der Kollege hat nichts gesehen, ja? Okay, jetzt merke ich, wie leicht die eigentlich sind. Immer diese Spanner, guckt ihn euch an. Ich dachte eigentlich, ich verlangsame die Zeit. Ach, wenn ich mit R, wenn ich R3 drücke. Das ist interessant. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir so weit weg vom Dorf gegangen sind. Ach, wir sind schon durchs Tor gegangen. Wann ist das denn passiert? Oh, guck dir das kleine Viech an. Stirb! So, wenn wir die kleinen Viecher töten, ist immer noch das Beste. Da fühlt man sich mal überlegen, erhaben. Aber ich muss schon sagen, hier sind verdammt viele Laufwege. Ich werde höchstwahrscheinlich später, wenn ich mich schon ein bisschen mehr in diesem Spiel auskenne, wenn es also nicht mehr so frisch ist und nicht mehr so aufregend hier lang zu laufen, werde ich solche Dinge wahrscheinlich schneiden. Aloy, wir müssen reden. Ja, dann reden wir. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja. Ups. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Letzte Ratschläge. Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Lassen sie mich überhaupt rein? Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht.
Na gut. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir, als ich noch zum Stamm gehörte. Okay, ich gehe. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Hm. Geht er weg? Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Dann auf Nimmerwiedersehen, ich verstehe. Aber ich werde dich finden. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Ich werde dich finden, alter Knick. Und dich. Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. Gut. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Gehen wir mal. Jetzt geht's richtig los, Leute. Jetzt geht's richtig los. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tirsa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Okay. Was ist hier nur los? Ja, Freunde. Rede mit deinem alten Freund. Das werden wir aber erst morgen machen. Bin gespannt, was wir hier so finden werden. Wir werden uns hier ein bisschen umgucken. Es ist verdammt laut hier. Mein Bogen wollte ich jetzt nicht auspacken. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ein Like nach oben. Würde mir gefallen. Und hilft meinem Channel. Kleine Bengel da. Haut rein, euer Zero. Tschüss.